und schlafen konnten wir auch endlich. Alle sind ausgeruht. Schön, schön. Weiter geht's. Immun sucht weiter nach Fallen. Auch wenn bisher hier noch keine waren. Und ein paar Wölfe sind nicht so die Herausforderung jetzt. Also da sind wir rein. Schön merken. Gehen jetzt immer rechts an der Wand lang. Gucken, wo uns das hinführt. Und Düner hier sollte nicht so weit vorne laufen. So, rechts an der Wand lang. Irgendwie habe ich mir hier mehr erhofft von so einer verlassenen Ruine. Aber die ist ja riesig. Was haben wir hier? Wieder ein leerer Raum. Hier muss drin. Au! Das war übel. Das hat uns fast erwischt. Okay, hochheilen. Vielleicht sollten wir Immun erst einmal vorschicken, nach Fallen zu suchen und dann kommt der Rest nach. Dann kommen sie hier heilen. Und bann die Furcht. So. Nochmal heilen. Uff. Ich meine, die haben inzwischen wie viele Lebenspunkte? 56. Und wären trotzdem durch einen Feuerball gerade in der Falle fast gestorben. Das nochmal drauf. So, Immun. Das ist dein Tag. Erstmal durftest du Beregost ausplündern und jetzt alleine in einem dunklen Kerker nach Fallen suchen. Oh, sie kann sich nicht verstecken und gleichzeitig nach Fallen suchen. Na gut, dann bleibt man da stehen und sucht nach Fallen, der Rest rückt nach. Eure Gesellschaft ist in dieser Gruppe sehr. So, und wenn sie bis wir da sind keine Falle gefunden hat, dann geht sie einfach einen Schritt vor. Und so arbeiten wir uns hier durch. Bis wir dieses doofe Buch gefunden haben. Und da ist noch ein Toter. Schön nach Fallen suchen. Da haben wir doch schon mal eine. So, entschärft. Okay. Magische Pfeile, immer gern gesehen. Dann weiter. Oh, zurück. Ihr werdet alle sterben. So, wer fehlt? Er fehlt. Da sind hier schon vier Schreckenswölfe. Aber immer noch keine wirkliche Gefahr für uns. Die Fallen sind eine wesentlich größere Gefahr. Immun kann ja schon mal gucken gehen, während die Krieger sich da austoben. So. Na, Gerugon, hängst du immer fest. Da scheint keine Falle zu sein. Allesamt rein da. Und Immun schnappt sich mal die Sachen. Ein Zauberstab. Und noch ein Wolf. Leck. Wann hat sie so viel Schaden bekommen? Das ist ein Vampirwolf. Das ist noch eine Stufe härter. Aber auch kein wirkliches Problem. Lauf mal nicht weg, sonst laufen wir wieder in irgendeine Falle rein. Stirb einfach sehr schnell und gut. Wow, 2000 Erfahrungspunkte. Schön, schön. Ja, solange wir vorsichtig sind, könnte sich das hier echt lohnen. Aber wir haben keine Heilzauber mehr und das stört ein bisschen. Weil wenn Immun vorlaufen soll und alle Fallen entdecken, dann braucht sie schon volle Lebenspunkte. Versuchen wir nochmal zu rasten. Den Stab können wir schon mal Düner hier geben. Stab des Feuers. Feuerball. Ah, schön, schön. Fähigkeit 1 schießt ein Feuerball. 6W6 Schaden. Fähigkeit 2. 6W6 plus 6. Agnazar Hexerei. Das ist der Feuerstrahl, glaube ich. Ja. Super. Das ist echt eine mächtige Waffe. Den hier können wir noch nicht identifizieren, aber okay. Jetzt versuchen wir mal zu schlafen. Ihr werdet
Die Wölfe sind ein wenig lästig. Tünerchen? Nein, nein, nein. Nicht in Nahkampf. So. Und nächster Versuch zu schlafen. Nee. Ach ja. Aber jedes Mal rauszugehen und zu schlafen wäre ein bisschen zu zeitintensiv. Nächster Versuch. Also, Jahira heilt. Gerogon auch. Und Tüner hier schaut sich mal den Stab so lange an. Stab der Blitze. Blitzstrahl, 6×6 Schaden. Auch sehr nett. Das ist nur 2. Obwohl, wer kann das verwenden? Kann nicht verwendet werden von Kämpfern. Also die 4. Druiden und Dieben. Ja, denn ist sie wirklich die einzige, die das benutzen kann. Schade, schade. So, nochmal heilen. Immun. Dich selbst. Und Immun kann wieder vorlaufen. Diesmal dahin, wo der Vampirwolf herkam. Oh, wow. Der Vampirwolf hatte wohl Hunger, ja? Und der Vampirwolf hat Fallen gestellt? Okay, schauen wir lieber nochmal nach. Hinterher, aber schön hinter Immun bleiben. Aber da scheint nichts mehr zu sein. Sicherheitshalber schicken wir mal Gerogon vor, der hält am meisten aus. Oh, ganz viele Tränke. Und ein Buch. Die Geschichte von... Die Geschichte der Schwestern von Licht und Dunkelheit. Ha. Wollte er das Buch haben? Schauen wir mal. Schaden kann es nicht. Heiltränke verteilen wir mal ein bisschen. So. Was ist das? Brandöl. 5×6 Schadenspunkte. Beim Auftreffen auf dem Boden explodiert es in einem Feuerball. Oh, praktisch. So, die restlichen Tränke bringen wir mal Tüner hier. Nee, Quatsch. Jahira. Inventar voll. Ah, die Pfeile können weg. So. Würde meinen rechten Arm hergeben für einen endlosen Sack. Oder wie auch immer der auf Deutsch heißt. Ein Back of Holding. Aber gut. Wir müssen damit leben, dass wir keinen haben. Und schauen uns weiter um, nur für den Fall, dass es das falsche Buch war. Und um natürlich noch jede Menge mehr magische Gegenstände zu bekommen. Weil hier scheint davon eine Menge rumzuliegen. Also Stäbe, Dolche, Tränke, hast du nicht gesehen. Wir sind jetzt einmal da rum. Okay. Mal gucken, ob es noch eine Etage tiefer geht irgendwo. Sackgasse? Na gut. Also zurück dahin. Aber der Leichenhaufen ist echt ein bisschen irritierend. Waren das die ehemaligen Schüler oder sind das Abenteurer oder... Nein, du sollst da nicht lang. Also die Leichen hier am Rand, würde ich sagen, das sind Abenteurer, die versucht haben, hier ein bisschen zu plündern und dann in eine Falle getappt sind. Oder von den Wölfen angeknabbert wurden. Aber der ganze Rest da hinten? So viele Abenteurer werden sich wohl kaum hierher wagen, oder? Nein, nein, du sollst da lang. Genau. So. Da ist eine Sackgasse. Hier ist auch nichts und ich höre so ein komisches Knistern. Aber hier geht's nicht weiter. Also, alle Mann. Dahin zurück. Und dann hier rein. Das ist dann auch... Ja, also den Raum noch erforschen und dann da gucken, ob es weitergeht. Wo sind jetzt alle? Gehen alle den richtigen Weg? Okay. Hier kann man sich leicht verlieren. Da das Pathfinding ja nicht das Beste ist. So, alle da. Schön, schön. Immun vor. Spinne. Okay, Immun zurück.
Und Düner hier sollte nicht vorne stehen. So. Kommt die Spinne? Put, 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 put. Spinnchen. Na komm, Emmoin, spiel mal Köder. Okay, ein paar mehr Spinnen. Lauf, 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 lauf. Die kommen nicht hinterher. Hm, intelligente Spinnen. Nicht so intelligenter Karl, bleibt da stehen. Genau, lass die schön kommen und dann alle rauf da. Obwohl das nur eine normale große Spinne ist. Normale große Spinne, ja. Also eine große Spinne, die für uns keine Herausforderung darstellt. So, stellen wir mal rein da. Und machen die Schritte kaputt. Nur Düner hier sollte nicht in den Nahkampf gehen. Immerhin kann sich hier so lange schon mal nach Fallen umgucken. So, husch mal da vorbei. Bisher scheint hier aber nichts zu sein an Fallen. Schauen wir mal, was das ist. Oh, Heiltränke. Schön, 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 schön. Und Sackgasse, also zurück zum Eingang. Geht ihr auch alle richtig? Nein. Ach ja, die Krieger wieder. Jetzt weiß ich nur nicht, welcher der beiden Gebiete das schwierigere sein sollte. Weil der eine Mann in der Taverne hat uns gewarnt, dass es nur was für erfahrene Abenteurer ist. Also, die Ruine hier ist nicht so schwer gewesen bisher. Obwohl doch, der Feuerball. Wären wir jetzt nicht genau Level 4... Oh, Level up. Was ich sagen wollte, wären wir jetzt nicht alle Level 4 gewesen, dann wären wir draufgegangen. Und er ist Level 5. Warum ist Khaled vor uns Level 5 geworden? Okay, Kämpfer steigen schneller auf als Paladine. Gut, kurz zwischenspeichern. Und immer und vor. Da sind wieder jede Menge Leichen. Nee, nur Knochen. Noch mehr Knochen. Das mountet nicht gerade auf. Bleib erstmal da stehen. Eine komische Architektur hier. Also, dass sie hier einen Gang machen und da einen Gang und beide führen zur selben Ecke. Okay, so solltest du eigentlich nicht laufen, aber ist gut. Schauen wir mal hier rein. Ah. Okay, nachziehen. Und weiter. Viel dürfte hier nicht mehr sein, außer wir finden irgendwann noch eine Treppe nach... Ups. Treppe nach unten. Ein Schleim. Sowas haben wir schon mal gesehen in der Mine von Nashkel. Gucken wir, ob das ein anderer ist. Nein, Düner, hier du nicht. Hm, scheint schwer zu treffen zu sein, dieser riesige Haufen Schleim. Aber Schaden verursacht er keinen. Hm. Düner, hier beruhig dich. So. Rein da. Da ist noch einer. Okay. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ja, macht mal Platz, dass jeder da ran kann. Und das war's. Hier ist nichts mehr. Okay, bringen wir schnell den Schleim um, schauen wir, was das da ist und dann können wir hier raus. Das Buch, was wir vorhin gefunden haben. Ey. Heil den mal. Das Buch, was wir vorhin gefunden haben, war dann wahrscheinlich echt das, was gesucht wurde. Also was der Geist haben wollte. Eine Spruchrolle, Trank, Edelsteine, den Rest können wir liegen lassen. Ja, erfolgreicher Kerkerstreifzug, würde ich sagen. Was wäre eigentlich eine bessere Übersetzung gewesen für Dungeon? Ich meine, ein Dungeon ist eigentlich ein Kerker. Aber wenn wir so Kerker hören, dann denken wir an ein Gefängnis oder dergleichen.
und nicht an einen verlassenen Ort, wo Tiere und Monster sich rumtreiben. Na gut, er ist verlangsamt. Ja, definitiv verlangsamt. Oh komm, Garlet. Na gut, können wir schon mal raus ohne dich oder musst du dabei sein? Ja, dann komm mal nach. Wir sprechen so lange mit dem Geist. Wenn der noch da ist, so mitten am Tag. Aber vorher ist er auch am Tag rumgegeistert. Genau, da bist du doch.